Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Resource Check. Ich werde heute das Corwinsock PvP Pack bewerten und das wurde natürlich von Corwinsock erstellt und ist ein Default Edit und wir gucken jetzt gleich mal die Buttons an. Also wir haben hier sehr graue Buttons, die auch sehr modern wirken und eigentlich ganz okay aussehen, aber wir sehen hier, dass er eben rechts eine dunklere Farbe hat als links und deshalb ergibt das eben dann bei diesen kleineren Buttons diesen Bug, dass dann hier so ein Schnitt ist. Das hatte ich bei meinem Pack auch und habe das dann eben später irgendwann mal ausbessern müssen. Ja, und weshalb das dann eben nicht so gut zusammenpasst, kann er dann aber immer noch ändern und hier den Sprachbutton, der sieht ein bisschen komisch aus. Aber ja, Hintergrundbild sieht sehr grau aus und die Minecraft-Schrift in grün, naja, ist halt Geschmackssache. Dieses Pack ist ja ein Default-Edit, das heißt die Blöcke sind hauptsächlich vom Default-Pack und er hat die Schwerter, die Angel, also die Schwerter, die Waffen, die Angel und so weiter und die Erze hat er selbst erstellt und der Rest, den hat er wahrscheinlich irgendwo her. Ja, und es wurde wieder sehr wenig verändert, aber wir beginnen jetzt einfach mal direkt hier mit den Schwertern und zwar wären das einfach die Fateful-Schwerter und er hat bei jedem Schwert eben seinen Skin eingebaut, außer das Diamantschwert, das sieht sehr rot aus und wenn das so extrem rot ist, naja, ist halt wieder so eine Geschmackssache, also mir würde es nicht gefallen, aber ja. Und hier haben wir dann eben den Skin, der ist auch sehr verblasst. Sieht, hat er gut eingebaut, muss man schon sagen. Der Bogen sieht sehr hübsch aus, wie man hier sehen kann. Da hat er auf jeden Fall sehr viel Kreativität eingesteckt. Ich weiß nicht, ob er ihn selbst erstellt hat, aber ich glaube schon. Und vor allem auch der String, der ist hier dunkel und hier wieder hell, ist auf jeden Fall sehr cool. Und wenn man jetzt den Pfeil schießt, das ist auch ein roter Pfeil, dann haben wir hier eben noch die Schusspartikel, das sind so Kreise. Und der Pfeil ist übrigens ein Köcher, also wären das dann wahrscheinlich mehrere Pfeile. Obwohl es nur ein Pfeil ist, ja. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und der Köcher ist, glaube ich, die normale Textur von Minecraft, nur rot gefärbt, soweit ich weiß. Gut, die Angel ist auch etwas rötlich, kann hier deutlich erkennen. Und der Haken ist grün. Naja, passt zwar nicht so gut zusammen, aber ja. Dann hat er hier noch das Feuerzeug. Leicht verändert oder sieht das gleich aus? Ich glaube, es sieht ein bisschen anders aus. Und das Feuer ist so ein bisschen so ein Verlauf irgendwie. Aber es ist Low Fire. Also passt das, denke ich mal, für ein PvP-Pack. Und dann haben wir hier eben noch den Goldapfel, den normalen Apfel, der sehr gut aussieht. Der hat eine, ja, einzigartige Form. Und hier haben wir nochmal den Goldapfel. Die Karotten wurden auch leicht verändert. Ich glaube, das hat jetzt übrigens nicht mehr selbst gezeichnet. Die hat er wahrscheinlich irgendwo her. Weizen sieht auch sehr cool aus. Und die Hungerkeule, nicht die Hungerkeule, die Hündchenkeule. Eine rote Pilzsuppe, leicht dunklere Lavaeimer und Wassereimer. Ja, ist wieder so eine Geschmackssache. Und dann haben wir eine Schere, die sehr gut aussieht und sehr modern. Wobei modern nicht unbedingt. Einen sehr coolen Goldnugget, einen roten Diamanten. Gibt's ja, glaube ich, wirklich. Und hier haben wir dann eben noch die Rüstung. Die Diamantrüstung ist wieder rot. Das passt dann auch zum Diamanten dazu. Das sieht gut aus. Die Lederrüstung ist hier etwas heller und dann haben wir noch die Eisenrüstung. Ich ziehe jetzt mal die Eisenrüstung mal an und dann sieht das eben so aus. Das ist etwas gräulich und die Diamantrüstung ist einfach nur in rot gefärbt worden. Hier haben wir nochmal die Erze, die er selbst gezeichnet hat. Das sind die standardnormalen Default-Blöcke, nur mit einem dunkleren Stein und dunklere Steine passen halt überhaupt nicht zur anderen Umwelt dazu, besonders auch bei Gebäude. Aber es ist eben ein PvP-Pack. Ja, werden wir mal sehen, ob die Gebäude dann gut aussehen oder nicht. Und er hat beim Diamanterz und beim Smaragderz und beim Golderz hat er einen kleinen Funkelstern eingebaut. Das ist auf jeden Fall gut gemacht. Das sieht mega nice aus. Also ist das wahrscheinlich keine 16x16 Textur, sondern eine etwas höhere Textur. Aber man kann sie als 16x16 Textur wahrnehmen. Und hier hat er, ja, da hat er ein bisschen was verändert, damit das noch schöner aussieht. Ja, cool gemacht. Dann haben wir hier die Erzblöcke und das sieht so aus wie eine Welle. Und hier das Dunkle ist dann wahrscheinlich eine Schattierung. Ist jetzt so eine Frage, ob das dann gut aussieht von der Entfernung. Ich glaube jetzt eher mal nicht, wenn man das bei anderen Gebäuden ansieht. Also, naja, ist nicht unbedingt das Gute von der Sahne. Die Herzen sind hier einfärbig und die Hungerkeulen sind Kuchen. Ist, ja, witzig. Und dann haben wir noch eine Levelleiste, die rot gefärbt wurde. Die Hotbar kann ich mir vorstellen, dass man da gut alles erkennen kann. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Ja, das Diamantschwert ist nämlich rot und wenn wir dann bei der Hotbar hier so ein rotes Feld haben, kann man glaube ich trotzdem noch gut erkennen, passt alles. Dann haben wir natürlich noch die Kisten, das Inventar kommt mir aus irgendeinem Pack bekannt vor und hier ist vielleicht noch ein bisschen schade, dass hier keine abgerundeten Ecken sind, denn hier sind abgerundete Ecken und hier nicht und wer weiß, ob das jetzt gut zu dem Hintergrund, zu dem Steinhintergrund, zu dem hellen Steinhintergrund zusammenpasst. Hier haben wir noch eine große Truhe und die Werkbank. Ja, ich finde es cool, dass das
nicht komplett quadratisch ist, sondern dass hier so ein kleines Eck eingebaut wurde. Dasselbe auch beim Ofen und zum Beispiel beim Dispenser, also das Inventar. Denke ich mal, dass das übersichtlich ist, also ich meine jetzt bei den Kisten. Im Gegensatz zum Inventar bin ich mal extrem gespannt, wie das aussehen wird, denn man weiß überhaupt nicht, wo ist jetzt die Hotbar und wo sind die anderen Felder. Dann hat er noch ein Skin eingebaut und das Crafting ist okay, das sieht auch sehr hübsch aus, besonders mit diesem, ja, gewölbten Pfeil. Sieht cool aus und einen roten Rahmen, den hätte er vielleicht noch ein paar mehr Farben einbauen können. Und dann haben wir eben die Hotbar und ich bin jetzt eben extrem gespannt, wie das dann bei der PvP-Übersicht aussehen wird. Aber jetzt gucken wir noch die Partikel an. Das sind Kreise, die haben wir auch schon beim Bogen gesehen. Und ansonsten haben wir bei den Regenerationstrank die normalen Partikel und bei dem Heiltrank haben wir Herzen, genau. Das hat er verändert, dass das eben Herzen sind. Und das sind so große Herzen, dann wären die kleinen und das sieht mega cool aus. Also eine sehr, sehr hübsche Partikelform der Herzen. Ja, und das soll es dann schon gewesen sein. Und jetzt sehen wir uns dann eben noch in einer PvP-Runde Quick SG, damit wir die Übersicht testen können. So, jetzt wird die PvP-Übersicht getestet auf der Map Super Mario, natürlich in Quick SG. So, da können wir gleich mal sehen, wie das Looten von der Kiste ist und das scheint auf jeden Fall gut zu sein. Was hier im Inventar jetzt zu sehen ist, dass man vielleicht, na gut, das Rüstungsanziehen, das ist glaube ich nicht so gut, weil man sieht hier, das Ding, das ist unbesetzt, also der Slot, und das sieht eigentlich schon aus wie ein richtiges Rüstungsteil. Also gibt es hier bei der Übersicht, bei der Rüstung eben nicht so viele Punkte und da kommt der vielleicht, kommt der? Ja, der kommt und schießt mich tot. Na, komm her, du Arschloch. Oh. Ach, du Kacke. Jawohl, den haben wir. Okay, beim Sortieren sehen wir direkt mal den Skin. Der stört vielleicht ein bisschen. Der stört schon, weil er eben nicht verblasst wurde. Das Sortieren ist soweit in Ordnung, wenn man so viele Items im Inventar hat, denn man hat ja hier keine Linien. Wenn man weniger Items hat und vielleicht da im Inventar ein Item hat und hier unten gar nichts, dann ist das vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Also, ja, ist nicht so ideal, ist dann aber natürlich eine starke Gewöhnungssache auch. Ansonsten bei den Kisten ist die Übersicht okay, beim Inventar nicht so krass, wegen den Skin und so weiter und bei der Rüstung schon gar nicht. Man weiß jetzt überhaupt nicht, was ist jetzt besetzt und was nicht, wenn man jetzt schnell gucken muss. Gut, den Hunger, den habe ich jetzt sofort erkannt, dass ich gerade Hunger habe, das ist gut. Und jetzt leben noch 7 Spieler. Mal gucken, ob wir die noch irgendwie in die Finger bekommen. Mir ist auch aufgefallen, dass bei jedem Item unten das so ein bisschen dunkler ist und oben ist es so ein bisschen heller. Also es ist jedes Item verändert worden, wie es aussieht. Es leben nur mehr 4 Spieler und ich mache jetzt den Whiskey Jump und springe da rein. Gut. Lol, das ist der Eisenblock hier. Hä, was ist das für ein Block? Das sind Slabs, oder? Die habe ich komplett übersehen. Oh, einen schönen Goldapfel haben wir jetzt auch. Das Sortieren, das gefällt mir halt nicht so krass. Und der hat jetzt die Rüstung. Okay. Ach lol. Habe ich da gerade einen Sound gehört? Wenn man den Spieler trifft, ist das ein anderer Sound? Habe ich das gerade richtig gehört? Das wäre cool. Oh. Oh Gott, Alter, im Dunkeln, da sieht man ja gar nichts, Mann. Na, warte, ich setz mal hier ein TNT, zack. Und zack. Oh, der hat jetzt schön Schaden gekriegt. Ja, das ist ein anderer Sound, der ist hübsch. Nein! Nein! Oh Gott, Alter, Deathmatch. Wie viel Leben noch? Ah, 3 noch, okay. Ah, da geht jetzt direkt auf mich. Wo ist der andere Mensch? Oh. Oh Gott. Ah, ich habe keine Pfeile mehr, das ist ganz, ganz schlecht. LOL, der hackt! Der Typ kann spannen und sprinten, Mann! So eine Frechheit! Hier haben wir jetzt auch ein gutes Beispiel wegen dem dunklen Stein, weil der dunkle Stein und der dunkle normale Stein und der Cobblestone eben, die passen überhaupt nicht in die Welt hier hinein. Das sieht einfach nicht gut aus. Deshalb bin ich kein Fan von dunklen Steinen. Oh, der hat jetzt Regeneration und das ist, glaube ich, der Hacker, ja. Ja, guck, sieht man doch eindeutig, der sprintet und spannt den Bogen. Wahrscheinlich kann er auch nur mit Sprinten essen. Wie heißt nochmal der Mod? Das war irgend so No Slow Down, oder? Ja, komm. Das ist doch eine abnormale Scheiße, wenn der Typ einfach so hackt und ich kann nichts dafür. Ich schreibe jetzt auch einfach mal Hacker und nicht GG. Das ist einfach nur eine Frechheit, wenn man einfach nur so hackt. Ich habe so lange jetzt kein Hacken mehr gesehen. Ja, hier in Höhlen sieht das ja schon cool aus mit dem dunklen Stein. Aber bei Gebäuden einfach überhaupt nicht. Oh. Sehr gut. Können wir uns gleich den ersten Typen wieder per Amazon bestellen? Oh, ach du Kacke.
Ja, der Lapis Lazuli Block, der sieht einfach nur bescheuert aus. Ganz ehrlich, der passt da überhaupt nicht in die Welt rein. Gott. Ja, genau, Staubmutter, das ist doch die räudigste Aktion. Ja, okay. Es gehört zum Spiel, dass mir einfach jemand einen Spieler wegstaubt. Ist ja im Real Life genauso. Also ich hab da nichts gegen irgendwelche Abstauber. Wenn der mich jetzt noch immer verfolgt, alles klar, ich hab den abgehängt. Gott, der hat jetzt viel Schaden gekriegt. Oh Gott. Ja, ich habe einen. So, jetzt habe ich hier mal Zeit, ein bisschen zu sortieren. Und hier im Inventar, bei der Skin-Gegend, kann man überhaupt nicht gut die Items erkennen. Ein bisschen verpflaster und dann wäre es okay. Nein, nein, Alter, was, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Der pinkt mich weg. Wie ein kleiner Fisch. Und ja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich bei der Bewertung wieder. Gut, dann fangen wir an mit der Kampfübersicht. Die Kampfübersicht war nicht so gut, weil im Inventar eben überhaupt keine Linien vorhanden sind. Wenn man wenige Items hat, ist es eben schwierig, besonders wenn man die von der oberen Leiste halt dann in die Hotbar zurückgeben will oder umgekehrt. Wenn man die ganze Zeit nur Shift verwendet, ist es eigentlich okay. Und wenn man viele Items hat, ist das auch völlig okay. Aber dadurch, dass das Kind dann auch noch im Inventar ist, ist das alles noch ein bisschen schwieriger geworden. Und weshalb ich dann eben jetzt am Ende dann nur 5 von 10 Punkten gebe, aber 5 von 10 Punkten sind ja immer noch positiv. Gut, PvP-Texturen, da gibt es 20 Punkte und die PvP-Texturen sind ja die Fateful Schwerter mit Sams Skin drin. Das ist sehr gut gemacht geworden von ihm. Und der Bogen sieht sehr gut aus, auch dass der Bogen etwas rötlich gehalten wurde, genauso wie die Angel. Beim Feuerzeug hat er auch ein bisschen was verändert und die Schere sieht auch cool aus, ist zwar keine PvP-Textur, aber ich gebe dann eben 17 von 20 Punkten. Items sind die Default-Texturen und es sind einige Texturen, zum Beispiel die Suppe oder die Äpfel und so weiter, sind von einem anderen Pack reingenommen worden oder keine Ahnung, ob er es selbst gemacht hat, ich glaube eher nicht. Und die Default-Texturen bekommen ja immer 4 von 10 Punkten, 4 von 5 Punkten und da er noch ein paar Sachen geändert hat, bleibt es auch bei 4 von 5 Punkten, denn die sind völlig okay. Blöcke, da gibt es eben die Erze, die sehr gut aussehen, auch mit der Animation. Also dadurch, dass man da einen Rahmen um die Erze gibt, damit man die besser erkennen kann, hat er das sehr gut gemacht. Und die Blöcke sehen zwar nicht so gut aus, aber deshalb gebe ich jetzt auch keine Abzüge, also 4 von 5 Punkten. Extra Punkte gebe ich auch, wegen der Erzanimation, allerdings nur einen halben Punkt. Und das wären dann jetzt eben von 40 Punkten 30,5 und das ergibt 76%. Und 76% ist eine 3+, also ein sehr gutes Pack, womit man auf jeden Fall spielen kann. Und ihr könnt das natürlich dann wieder in der Beschreibung downloaden und ihr kommt dann auch noch in der Beschreibung zu seinem YouTube-Kanal, den Corvin zockt. Bewerten könnt ihr das Pack dann selber auch nochmal in die Kommentare mit Schulnoten. 6- wäre das schlechteste und 1+ das beste. Und es wäre natürlich nett, wenn ihr den Corvin zockt eine kleine Kritik da lassen würdet für das Pack. Ja, rechts kommt ihr dann noch zu den letzten 2 Folgen von Research Check und dann würde ich sagen, haut rein und somit ciao und bis zum nächsten Mal.